Okay. Wunderbar, heute gibt es ein sehr leckeres Baguette auf Basis eines Steinofenbaguettes von der Firma Ibis. Ein Rezept aus dem argentinischen Raum, ein Choripan. Das Wort setzt sich zusammen aus Chori für Bratwurst und die Basis ist also eine argentinische Chorizo. Schon auf den ersten Blick erkennt man dies ein bisschen anders, als man die aus Spanien kennt. Da ist ein sehr, sehr hoher Anteil an Paprika drin. Das ist bei der Chorizo aus Argentinien anders. Der zweite Teil, hier ein wunderbar schon vorgebackenes Steinofenbaguette. Das sieht jetzt schon lecker aus, das ich nachher aufschneide und dann wird das versehen mit einer Mayonnaise auf Chili-Basis. Dann toasten wir das auf dem Grill ein wenig an und machen uns eine leckere Salsa mit Tomate, mit Spitzpaprika, mit einer milden Chili. Verfeinert wird das Ganze, also diese Salsa, die ich noch mache, mit Koriander. Ich weiß, Koriander polarisiert, entweder man mag es oder man mag es nicht. Und Petersilie und ein Schuss Olivenöl. Ich habe heute im Supermarkt leider keine vorgefertigte Sriracha-Mayonnaise bekommen. Also rühren wir uns selber einfach eine an. Das heißt im Prinzip 2 Teelöffel Mayonnaise, handelsüblich. Ihr könnt auch gerne eine vegane nehmen. Einen Schuss Chili. Und ich bin ein Fan von leicht scharfer Küche. Deswegen mache ich noch so einen Hauch Jalapeno-Soße mit dran. Verrühre das Ganze zu einer glatten Chili-Mayonnaise. Jetzt schneiden wir das leckere Baguette erstmal auf. Das könnt ihr nachher auf dem Grill dann nochmal schön aufknuspern. Und jetzt werden beide Seiten mit dieser Chili-Mayonnaise bestrichen. Ruhig großzügig. So, und im Prinzip war es das mit den Vorbereitungen jetzt schon. Ich habe hier meinen kleinen Grill heute mit dabei und legt es erstmal mit der Schnittfläche nach unten auf den Grill. Da reichen 2-3 Minuten, da müssen noch ein paar Röstaromen dran. Und damit wäre der erste Vorbereitungsschritt eigentlich schon erledigt. Nachdem wir jetzt die ersten Röstaromen an das Baguette gezaubert haben, legen wir es erstmal auf Seite. Das kann jetzt ruhig ein bisschen kalt werden, das ist nicht das Problem. Wir bereiten jetzt schon mal die Chorizo vor. Im Prinzip müsst ihr nichts anderes machen, als die Chorizo aufschneiden, aber nicht ganz durchschneiden, sodass ihr die so aufklappen könnt. Und dann legen wir die gleich auf den Grill. Das Aufklappen ist dazu da, dass man ein bisschen mehr Röstfläche hat, um Röstaromen an die Wurst ranzubringen. Und ihr seht jetzt auch, wenn man die Wurst hier so aufschneidet, das ist eine sehr gehaltvolle und wirklich sehr lecker gewürzte Wurst. Da holt ihr jeden mit ab. Also Bratwurst in einem super Sandwich und da ist das Ibis Baguette ja eine wunderbare Basis. Das ist wirklich eine leckere Geschichte und Streetfood sehr weit verbreitet. Bevor ich jetzt mit der Salsa weitermache, lege ich die Bratwürste schon mal hier auf die Grillfläche. So, 3 Stück sollten reichen. Immer schön andrücken beim Grillen, damit das auch alles gut Kontakt zum Grill hat. So, im Prinzip fangen wir jetzt an, unsere Salsa vorzubereiten. Basis ist erstmal eine Stielpaprika. Da reicht jetzt hier so ein kleines Stück. Die schneiden wir in schöne kleine Würfelchen. Stielpaprika würde ich der normalen Paprika immer vorziehen, da sie ein bisschen fruchtiger ist und die meisten auch die Schale von der Stielpaprika besser vertragen. So, einfach hier reinfüllen in die Schale. Und dann kann es auch schon weitergehen mit der Tomate. Da könnt ihr ruhig das Kerngehäuse drin lassen, also nicht die Kerne rausmachen. Es soll ruhig ein bisschen Flüssigkeit von der Tomate mit in die Salsa hineinkommen, weil nachher machen wir nur noch Zitrone bzw. Limette dran und Olivenöl. So, jetzt schneiden wir das Ganze in kleine Stücke und hacken es klein. Mal schön auf eure Fingerchen aufpassen, nicht, dass die nachher mit in der Salsa landen, das wäre nicht schön. So, einfach schön klein hacken, das muss nicht filigran sein, Hauptsache es sind keine groben Stücke mehr dabei. Und dann füllen wir das auch schon hier in die Schüssel. So, und im nächsten Schritt müssen wir noch mal kurz nach unseren Bratwürsten gucken, damit die nicht zu dunkel werden. Ja, die lassen sich noch nicht von der Platte lösen, also sind die auch noch nicht richtig gut angegrillt, also können wir entspannt bleiben. Gut, wunderbar, dann nehmen wir uns ein wenig Koriander. Ich hatte ja eben schon gesagt, Koriander polarisiert. Nehmt also so viel, wie ihr gerne möchtet und wie eure Gäste das möchten. Wenn ihr es gar nicht mögt, lasst es einfach weg. Und jetzt eine richtig schöne Portion von der Petersilie. Ruhig die Stängel auch noch mitverarbeiten. Die haben auch eine richtig gute Geschmacksnote. So, wunderbar. Das soll schon gewesen sein. So, und jetzt wird es spannend, denn jetzt geben wir noch ein bisschen Schärfe dazu. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, lieber so eine gelbe. Das ist also von der Schärfe so eher im Mittelfeld anzusiedeln. Hinein in die Schüssel und ich bin Weltmeister im Auswählen von zu kleinen Schüsseln, aber das kriegen wir trotzdem hin. Da können wir schon mal ein bisschen Olivenöl drüber kippen hier aus der Kanne.
Da braucht ihr nicht sparsam mit sein. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass es ein gutes Olivenöl ist. So, dann schauen wir mal hier. Hier seht ihr von den Röstaromen her, wenn man sich die Würstchen anschaut, also die sehen schon hervorragend aus. Und auch keine Hektik beim Grillen. Das sehe ich auch immer so häufig, dass die Leute, die Grillen lieben, viel zu häufig ihr Grillgut wenden und dann entsteht da Stress und so weiter. Und Grillen soll ja auch ein bisschen entschleunigend sein. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Limette. Wir rollen sie so ein bisschen an, damit wir den Saft besser rauszaubern können. Das ist so ein alter Trick aus der Geheimküche. Und zum Abschluss noch ein bisschen Zwiebel. Bei den Zwiebeln könnt ihr auch gucken, entweder ihr nehmt eine Gemüsezwiebel oder eine rote. Die ist vom Aroma her nicht ganz so intensiv. Es gibt auch Süßzwiebeln, die haben so eine weiße Haut. Oder einfach wie hier jetzt so eine Metzgerzwiebel. Die passt auch wunderbar zur Salsa. Vermischen wir das Ganze, die Salsa. Die passt dann wunderbar nachher zu der wirklich gehaltvollen Wurst, weil die Salsa wirklich frisch und knackig ist. Ja, nachher, alles schmeckt besser mit Käse, werden wir das Baguette noch verfeinern mit einem italienischen Provolone-Käse. Das ist also ein Hartkäse, der aus Italien stammt und auch eine regionale Besonderheit darstellt. Ist aus Kuhmilch gemacht und meistens in so einer, ja, in so einer Wachsverpackung. Wenn ihr den dann auspackt, müsst ihr bitte gucken, dass ihr alles an Wachs entfernt habt, weil das schmeckt auf dem Baguette nicht so gut. Ja, da schneiden wir jetzt einfach mal ein paar Stücke ab und legen das nachher aufs Sandwich. Denn wir sind jetzt schon fast im Landeanflug. Dann stellen wir das hier mal zur Seite und belegen jetzt unser Baguette. So, jetzt bereiten wir unser Baguette vor, um das Baguette mit der Wurst zu verheiraten. Das heißt, wir machen hier unten wirklich ein ganz klein wenig von der leckeren Salsa drauf. Auf die Salsa kommen gleich die Bratwürste und ganz oben dann zum Schluss als Topping der Käse. Schauen wir mal, die können wir hier so wunderbar drauflegen. So, jetzt legen wir hier oben den Käse drauf und dann wandert das gesamte Baguette nochmal ab auf den Grill. Und zwar natürlich erstmal ohne die Oberseite. Indirekte Hitze ist ganz, ganz wichtig, also nicht direkt über die Flamme, weil sonst wird euch das Baguette von unten schwarz und dann wird es nicht mehr gut schmecken. So, dann geben wir dem Baguette jetzt mal eben 3-4 Minuten, bis der Käse verlaufen ist und dann sehen wir uns wieder. So, das leckere Baguette steht jetzt vor der Vollendung. Schaut euch das mal an. Also, was will man denn mehr? Ein leckeres Baguette von Ibis, eine Bratwurst, Käse, eine leckere Salsa. Wir holen es runter und wir finishen es. Eine sehr heiße Angelegenheit, passt also auf eure Fingerchen auf. Und jetzt geht's los. Mit ein wenig von der leckeren Mayo mit den Chilis nochmal oben drauf. So, und zum guten Abschluss noch etwas von der bunten Salsa. So, fertig ist die Bombe. Ein Choripan aus Argentinien mit einem leckeren Ibis Steinofenbaguette. Lasst es euch schmecken.